Ja. Dann quatschen wir mal wieder mit Sarah. So. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Tja, wir konnten sie öffnen, weil wir den coolen Schlüssel gefunden haben. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Und ich auch. So, und deswegen setzen wir uns jetzt hier mal ran. Und das ist furchtbar, weil sobald die hier in diesem Spiel über Futter reden, kriege ich auch Hunger. Obwohl ich sagen muss, das hier ist so ganz typisch, ne, Rollenspiel. Der hält eine leere Pfanne über den Grill, über das Feuer. Und das macht schön Brutzel, Brutzel, Brutzel und dann ist fertig. Sieht richtig lecker aus. Ja, ich weiß. So, und jetzt machen wir uns auch noch einen Fisch. Und dann haben wir ein abwechslungsreiches Mahl hier. Fisch und Fleisch und Hähnchenschenkel. Lecker. Brathering. Na also, komm Sarah, es gibt was zu futtern. Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. So, wir müssen weiter. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Tja, also wir haben hier wieder die Möglichkeit, ne? Wir können uns das aussuchen. Und unsere Entscheidungen, die wir treffen, haben natürlich auch Auswirkungen auf die Spielwelt. Aber wir sind ja freundlich und sie hat ja mit überlebt. Warum sollen wir sie jetzt sterben lassen? Ich komme wieder und hol dich hier raus, Baby. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Die verbotene Insel, Kapitel 1. Ja. Wir haben einen neuen Quest allein und verlassen. Und jetzt hat's auch aufgehört mit diesem Scheißwetter. Und so. Und das ist doch schon mal ganz nett. So. Was ich auch immer wieder betonen muss, in Risen und in Risen 2, in beiden Spielen, haben wir einen unglaublich schönen, ruhigen, aber doch tollen und auch lebhaften, authentischen Soundtrack. Das waren ziemlich viele Adjektive, gebe ich durchaus zu. Ich muss sagen, also mir gefällt die Musik hier wirklich, wirklich gut. Ja, so, jetzt haben wir das Tutorial aufgemacht und jetzt zack und jetzt legen wir die um. So. Ja, also die Welt ist authentisch. Ich kaufe es den NPCs auch wirklich ab. Und im Gegensatz zu Gothic 3, oh mein Gott, careful Americana. Im Gegensatz zu Gothic 3 ist Risen quasi so gut wie nicht verbuggt. Es gibt zwei, drei Sträucher, die ich euch nachher mal gerne oder später im späteren Spielverlauf, im Let's Play-Verlauf mal zeigen kann. Da gibt's ein, zwei Sträucher, die in der Luft hängen und uns doof angucken. Aber ansonsten ist doch hier alles recht sauber und rund. Also, hier hat sich Piranha Bytes richtig Zeit gelassen, um da was Ordentliches herbei rauszuzaubern. Was, wie ich finde, ja auch sehr wichtig ist. So, und das Spiel hat noch gar nicht richtig angefangen und wir können uns schon in die erste Grotte begeben. Vorher müssen wir da allerdings dieses komische Viech umlegen. Komm her. Oh, ah. Und umgelegt. So. Ja, die machen ein bisschen merkwürdige Geräusche. Das hört sich ein bisschen unschön an. So. Eine Ruine. Wenn wir jetzt in der sterben sollten, macht das nichts, weil es ist davor gespeichert worden. Jetzt haben wir auch eine Fackel in der Hand. Mit der werden wir jetzt hier reinwandern. Der Witz an der ganzen Sache ist, der Held legt die Fackel weg. Sobald wir hier drin sind. Was ich sehr nett von ihm finde, weil, wenn wir jetzt hier angreifen sollten, dann muss er die Fackeln ja natürlich weglegen. Mit beiden angreifen kann er nicht.
Okay. Wenn ich jetzt hier ein Stückchen rangehe, das müsste eine Falltür sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. So wie ich es mir dachte. So, ich nehme jetzt trotzdem nochmal ganz kurz die Fackel. So, jetzt komm her. Du dreckiges kleines Grabmottenvieh. Und das war's auch schon. Jetzt können wir uns unsere Fackel wieder mitnehmen. Das hier sieht aus wie ein Schlafgemach. Eine schwere Truhe. Na, mal gucken, was wir da drin alles so finden. Noch eine Fackel, Mensch. Und einen kleinen Mana-Trank. Das ist ja schon ziemlich lustig. Und einen Hebel haben wir erfunden. Und da drüben ist noch eine Truhe. Die wir auch gleich mal plündern. Und da ist Wein. Und Gold. Und wir. Ja, auch das ist realistisch gehalten. Fackeln gehen irgendwann wieder aus. Weil sie verbraucht sind, ne? So. Jetzt haben wir hier das Ding aufgemacht, jetzt können wir hier auch wieder rauswandern. Und so, und... Oh, ein Pilz. Den will ich haben. Ich stehe auf Pilze. Ja, Fußpilz und Nagelpilz und... Was gibt's noch so für Pilze? Also wenn ihr noch irgendeinen Pilz habt, den man unbedingt gern haben sollte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja. Außerdem, wie schon gesagt, wie angesprochen, gibt es ja drei Fraktionen in Risen. Die Banditen, die Ordenskrieger und die Magier. Ich hatte persönlich vor, das Let's Play als Magier zu spielen. Aber solltet ihr andere Wünsche haben, also sagen, also Magier sind doof hier, mit Feuer rumwerfen, das kann doch jeder. Spielen Banditen, das ist schwieriger. Oder ihr sagt, ja komm, mach lieber einen auf Nahkämpfer und spiel den Ordenskrieger, der rennt dann mit dem Kampfstab durch die Gegend und verprügelt so haufenweise alte Leute. Wenn ihr das wollt, dann schreibt's bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und vor allen Dingen freue ich mich darüber, wenn ich weiß, dass ihr euch am Spiel beteiligt, weil ja, ist einfach schöner. Wenn ich weiß, dass die Leute sich das nicht nur angucken, weil sie Langeweile haben, sondern weil sie es gut finden. So. Da ist ein Keiler, den möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht vornehmen, weil, wie man vielleicht sieht, ist meine Lebensanzeige ein bisschen down und, ja, eigentlich könnte ich jetzt dagegen mal was schlucken, also. Und trotzdem möchte ich mir das Viech noch nicht vornehmen, weil Keiler sind doch ein bisschen stärker und da hätte ich doch schon gerne ein Schild oder ähnliches, damit ich den im Notfall auch mal abblocken kann. So, und noch ein Haus, da gehen wir einfach mal rein. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Tja, fragen wir mal andersrum. Wer bist denn du, Alter? Was willst du? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier? Um es mal klarzustellen, ja? Er hat ein Jagdmesser und ich hab dieselbe Waffe. Also halt's Maul. Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Jagdmesser, du Idiot. Ich frag dich nochmal. Was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Gut, Neil. Dann, bitte. Ja, das ist das Witzige. Man kann wirklich mit allen möglichen Idioten hier interagieren, sich unterhalten. Jeder hat eigentlich irgendwas, was man für ihn erledigen kann. Und, ja. In diesem Spiel gibt's mehrere tausend Nebenquests und auch die Hauptquests sind spannend und lang. Also wir werden hier garantiert lange Freude mit haben. Weil es, also einmal ist es halt an sich einfach ein geiles Spiel und dann
dass es auch kein Projekt jetzt ist wie Portal 2, was nach 21 Folgen schon wieder zu Ende ist. Und wir haben ein Schwert und Pfeil und Bolzen und Dietrich und Karte. So, ja genau, wir kriegen erstmal dafür einen Erfolg Kartenleser, weil wir die Karte noch überhaupt gar nicht gelesen haben. So, und jetzt rüsten wir auch gleich mal das Schwert aus. Das sieht nämlich schon etwas schicker aus. Oh yeah. Ja, in Risen 2 hat man dann die Möglichkeit, noch mit einer kleinen Feuerwaffe aus dem Gürtel einer Pistole oder dergleichen zu schießen. Das können wir natürlich hier noch nicht, weil wir befinden uns ja noch nicht in der piratigen Piratenzeit, sondern wir befinden uns noch im finsteren Mittelalter. So, Nell. Komm her, was hast du zu sagen? Ich habe ein Schwert gefunden. Na siehst du. Supi. Du kennst dich hier gut aus. Na klar. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Wo gibt's hier was zu holen? Das ist natürlich immer die wichtigste Frage. Wenn ich irgendwas brauche, dann ist es Geld. Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du denn über die Hafenstadt? Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Tja, was ist denn mit dieser Vulkanfestung? Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Und warum sollte ich mit euch ins Lager kommen? Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Also es gibt natürlich einen kleinen Trick. Wir könnten uns jetzt von ihm ins Lager führen lassen, könnten dann da als Bandit quasi lernen und schon ein paar Skills und so erlernen. Dann in die Hafenstadt gehen und dann aber uns der Inquisition anschließen, beziehungsweise den Magiern. Wir können jetzt natürlich aber auch gleich in die Stadt gehen. Und ich persönlich, ich würde das ja gerne realistisch haben, auch wenn man diesen kleinen Spielfehler natürlich ausnutzen könnte. Aber jetzt habe ich ihn erwähnt, jetzt muss ich ihn nicht spielen. Von daher, ich lasse mich in die Hafenstadt führen und dort schließen wir uns dann jemandem an und dann machen wir das so. Ja, steigen wir vielleicht nicht so das Level jetzt auf, weil da steigt man dann halt ein paar Level. Aber machen wir es authentisch und realistisch. Also zeig mir den Weg in die Hafenstadt. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. So. Jetzt können wir ihm da hinterher rennen. Das ist auch so, wenn ich jetzt hier die Shift-Taste drücke, dann geht er in den normalen Laufmodus. Ansonsten joggt er hier so. Worauf wartest du? Joggt er hier ganz locker durch die Gegend. Das ist auch immer wieder schön an diesen ganzen Rollenspielen, ne? Man joggt hier durch die Gegend. Sowas wie Ausdauer gibt's nicht. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung, dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück, du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal hier um den Novizenhof und sagen da nett Hallo. Und gucken mal, ob da einer guckt. Was ist das hier? Ja, das ist ganz wichtig. Man sollte sich gerade in Risen immer wieder bewusst sein, wo man ist und warum man da ist. Weil es gibt so viel zu entdecken. Und ich meine, ich hatte dann das Spiel quasi fast durch. Es fehlte nur noch der finale Kampf. Und trotzdem habe ich in dieser Welt immer noch Neues entdeckt, als ich dann hier
weiterhin durch die Gegend gewandert bin und mir das alles angeguckt habe.